Wir sind heute mit i2b im schönen Oldenburg. Und wir haben gleich einen Gesprächspartner, dem diese Stadt und die Menschen hier besonders am Herzen liegen. Ich denke, das ist auch eine gute Grundvoraussetzung, in diesen nicht ganz leichten Zeiten für die Bürger und Bürgerinnen da zu sein und neue Perspektiven zu geben. Wir befinden uns jetzt hier im großen Sitzungssaal im alten Rathaus in Oldenburg. Und bei mir ist, man mag es kaum glauben, wie kann es anders sein, Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Und wir freuen uns sehr, dass wir bei Ihnen sein können. Ja, ich freue mich auch. Moin. Und als allererstes möchte ich direkt mal wissen, wie sehr eigentlich Ihr Herz für Oldenburg schlägt. So ein bisschen die Historie dahinter und wie Sie hier so reingewachsen sind in die Stadt in der ganzen Zeit. Also ich bin seit 1987 Bürger dieser Stadt. Ich bin aber im Oldenburger Land geboren. Das heißt, also von daher, sage ich mal, auch hier verwurzelt. Bin aber dann zum Studium hier hingekommen, nach einem kurzen Umweg über Köln. Ja, für mich ist das einfach die großartigste Stadt, die man sich vorstellen kann. Und ich liebe, wie viele meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger, diese Verbindung einerseits im Grünen zu wohnen, in der Natur oder relativ naturnah zu wohnen, andererseits aber ein volles großstädtisches Kultur-Freizeitangebot zu haben. Das ist eine wunderbare Kombination. Ich bin auch sonst ein typischer Oldenburger. Ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich liebe Grünkohl. Nicht Braunkohl wie in Bremen, sondern Grünkohl, wie er bei uns heißt. Und schätze auch das viele Grün in der Stadt. Also ich glaube, so sehr unterscheide ich mich eigentlich nicht von den Menschen, für die ich hier arbeite im Rathaus. Also was mir aufgefallen ist in den ganzen Jahren, wenn ich zwischendurch hier bin, das ist natürlich subjektiv, aber ist irgendwie eine Mentalität, die, ich weiß nicht, ich empfinde es als freundlicher. Wie finden Sie das? Das kann man natürlich selber als Oldenburger schlecht beurteilen, aber ich kann sagen, dass das eine Beobachtung ist, die sehr häufig von Gästen uns mitgeteilt wird. Das hören wir natürlich sehr gerne. Gut, irgendwann haben wir auch mal schlechte Laune, das lässt sich nicht vermeiden. Aber im Großen und Ganzen, wenn man in Oldenburg freundlich mit Moin grüßt, dann kommt auch was Freundliches zurück. Und das ist schon eine gewisse Grundstimmung. Hat natürlich auch damit zu tun, dass es in unserer Stadt vielen Menschen, nicht allen, aber vielen Menschen ziemlich gut geht. Und natürlich auch alle sich erfreuen an diesem schönen Stadtbild. Und das hebt natürlich auch die Laune. Ich fände es schön, wenn wir tatsächlich über Potenziale reden, über das, was möglich ist und nicht über Sorgen, sondern tatsächlich all das, was uns, sagen wir mal, so ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, wenn wir hier überlegen, was geht. Also was bewegt Oldenburg in 2021, Herr Krogmann? Also Oldenburg ist eigentlich, wenn man jetzt mal die aktuelle Pandemie einmal herausnimmt, wirklich auf einem sehr guten Weg. Wir sind eine wachsende Stadt mit allen Vor- und Nachteilen. Der Vorteil ist natürlich, dass wir auch immer wieder neue Impulse bekommen und dass wir auch wirtschaftlich florieren. Die Herausforderung, die sich daraus ergibt, ist natürlich auch entsprechend Infrastruktur, Wohnraum, Kita, Schule, darüber sprechen wir vielleicht noch, bereitzustellen. Aber es macht natürlich sehr viel Spaß, für eine Stadt zu arbeiten, die sich entwickelt und die nach vorne schaut und die Zukunft hat. Wir werden über viele dieser damit verbundenen Herausforderungen sprechen. Wir haben viel getan im Bereich der Bildung, werden das auch fortsetzen, Kindertagesstätten, Schulen auszubauen, Ganztagsschulen. Wir werden uns natürlich weiter darum kümmern, dass Menschen auch ausreichend, auch bezahlbaren Wohnraum finden. Dazu haben wir einige Projekte am Laufen, die sozusagen auch das Wohnungsangebot signifikant verbessern werden. Wir haben aber auch natürlich Themen wie Verkehr. Also wir wollen natürlich uns fragen, wie schaffen wir es, auf der einen Seite weniger CO2 zu emittieren, auf der anderen Seite aber trotzdem eine erreichbare Stadt zu sein, wo die Menschen auch teilhaben können. Das ist ja auch ein Stück Teilhabe, ob ich auch als Mensch vielleicht mit einer Gehbeeinträchtigung noch die Stadt erreichen kann. Also daraus ergeben sich spannende Diskussionen, auch die Förderung zum Beispiel des Radverkehrs, ganz wichtig in Oldenburg. Die ist immer noch nicht da, wo sich die Oldenburger Radfahrer und auch ich, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, sich das wünschen. Also damit werden wir uns auseinandersetzen. Wir werden uns sicherlich intensiver mit der Innenstadt beschäftigen müssen. Auch die Oldenburger Innenstadt, die eigentlich immer ein Vorbild war in der Region, ein großer Magnet, hat natürlich im Moment auch die große Herausforderung, wie geht es nach der Pandemie weiter? Und das sind viele spannende Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Jetzt haben Sie ja schon eine ganze Menge Themen angesprochen, widmen wir uns auch gleich den Radfahrern und der Wirtschaft. Aber lassen Sie uns kurz ein bisschen bei der sozialen Infrastruktur bleiben. Und hier haben Sie speziell auch Schulen und Kitas nochmal angesprochen, also auch der Sprung zur Bildung rüber.
Und da tut sich ja einiges. Und ich weiß, die Fragezeichen hier und auch die Bedürfnisse sind sehr groß. Können Sie hier noch ein bisschen ins Detail gehen, bitte? Das kann ich gerne tun. Wir haben auf der einen Seite natürlich immer die Herausforderung, die Schulen, die wir haben, baulich, aber auch digital, ganz wichtig, wirklich auf einem guten Stand zu halten. Wir investieren sehr stark in unsere Gymnasien. Sie wissen vielleicht, dass Niedersachsen sich entschieden hat, wieder von G8 auf G9 zu gehen. Das heißt, wir mussten eine ganze Reihe zusätzliche Schulräume dort bauen und dann ergibt sich natürlich auch immer vieles weiteres noch. Aber wir wollen auch unsere Oberschulen weiterentwickeln und wir setzen natürlich das Programm des Umbaus unserer Grundschulen zu Ganztagsschulen mit Inklusion, den setzen wir auch fort. Jedes Jahr etwa 30 Millionen Euro Investitionen, also ein ordentliches Stück vom Kuchen, was da reingeht. An anderer Stelle muss man dann auch ab und zu mal einen Rückzieher machen. Aber wir finden, dass das gut investiertes Geld ist, weil es in die Zukunft geht und in die Chancengerechtigkeit, in die Bildungslaufbahn unserer Kinder und natürlich auch in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern. Also ein wichtiges Thema für einen Standort. Wir sind da wirklich sehr viel vorangekommen in den letzten Jahren, aber es bleibt auch noch einiges zu tun. Mhm. Lassen Sie uns den Bogen schlagen von der Bildung anknüpfend an Digitalisierung. Vielleicht können Sie diese Verbindung auch noch ein bisschen herstellen, inwiefern das natürlich auch für die Bildung wichtig ist. Ob es damit getan ist, wenn man jedem Kind ein iPad zur Verfügung stellt oder ob es das noch lange nicht gewesen ist. Dann pirschen wir uns danach, ich kündige das schon mal an, über die Digitalisierung in die Wirtschaft rüber und kommen dann natürlich auch noch zu den Radfahrern, weil ich weiß, das ist natürlich auch ein großes Thema für ganz viele. Also lassen Sie uns über Digitalisierung sprechen, von der Bildung rüber in die Wirtschaft. Worauf kommt es da an? Also die Digitalisierung von Schulen ist bei uns nicht erst ein Thema, seit man sich über Homeoffice oder Szenarien in der Beschulung während der Pandemie beschäftigt hat. Sondern Digitalisierung ist für uns ein zusätzliches Instrument, um Bildungsgelingen zu ermöglichen. Das heißt, wir schauen ganz genau, was ist wichtig und was ist möglicherweise weniger wichtig. Es gibt sicherlich ein Hauptaugenmerk darauf, dass wir möglichst allen Schülerinnen und Schülern, unabhängig von dem Bildungsstand oder auch von dem Einkommen der Eltern, den Zugang ermöglichen müssen. Wir haben eine Unmenge auch jetzt im Rahmen des Digitalpaktes bewegen können. Müssen wir auch dem Land und dem Bund auch für die Fördermittel danken. Aber wir haben auch die entsprechenden Konzepte gemacht. Wir haben eine völlig neue IT-Architektur aufgestellt, sodass unsere Schulen, das ist unser Ziel, alle einen einheitlichen Standard in der Digitalisierung bekommen. Es soll nicht mehr davon abhängen, ob sich irgendwo ein Lehrer besonders engagiert oder ob der Hausmeister besonders motiviert ist oder ob es mal aus dem Betrieb eines Vaters mal einen Klassensatz Laptops gibt. Das ist so eine Art Management bei Zufall. Da wollen wir raus. Wir wollen einen wirklich einheitlichen und zukunftsweisenden Standard in der Digitalisierung haben. Und da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Mhm. Dann gehen wir direkt rüber zum Thema Wirtschaft. Was ist grundsätzlich, und diese Frage möchte ich deswegen bewusst offen halten, in Oldenburg wichtig für die Wirtschaft, um hier wieder Gas geben zu können, soweit die Situation das zulässt? Naja, wir haben natürlich die Situation, dass viele Unternehmen jetzt in der Defensive sind. Allerdings, Oldenburg ist ein Stück weit vielleicht auch Profiteur, weil wir einen sehr starken IT-Cluster eigentlich in der Stadt haben. Wir haben sehr viele Institutionen, aber auch Unternehmen, die im Bereich IT unterwegs sind, die Software produzieren oder die große systemische Leistungen anbieten. Und die kommen eigentlich mit der Homeoffice-Situation sehr gut klar, weil sie das schon vorher oft gelebt haben, sodass dort der Einbruch auch nicht so stark ist. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass nach der Krise ein gewisser Nachholbedarf da sein wird, sodass wir auch wirtschaftliche Erholungsprozesse sehen. Und deshalb sehe ich eigentlich in der Stadt Oldenburg, die den Vorteil hat, dass sie nicht von Schwerindustrie abhängig ist oder von Autoindustrie abhängig ist, sehe ich eigentlich wirklich gute Chancen für eine schnelle Erholung. Probleme sind wirtschaftliche Bereiche wie Einzelhandel, Gastronomie, Veranstaltungstechnik. Das sind natürlich Bereiche, wo man auch schauen muss, ob man da gezielt helfen muss, damit das wieder in Fahrt kommt. Herr Krogmann, ich hatte es ja schon angekündigt, wir springen in den Themen und widmen uns einmal direkt den Radfahrern. In Oldenburg hat ja tatsächlich durchschnittlich jeder zwei Fahrräder. Und worauf können sich die Radfahrer und Radfahrerinnen zukünftig freuen? Was erwartet sie? Oldenburg ist eine Stadt mit sicherlich über 200.000 Fahrrädern. Also jeder Oldenburger, jede Oldenburgerin hat eigentlich, also ich auch, habe zwei oder drei. Das ist manchmal ein bisschen unklar. Und von daher sage ich mal, da können wir alle mitreden. Und da haben wir auch alle eine Meinung dazu.
Es gibt auch so ein bisschen, es ist ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also manche sitzen im Auto und sind dann natürlich in der Interessenlage des Autofahrers und ärgern sich vielleicht über den einen oder anderen Radfahrer. Und wenn man dann andererseits wieder auf dem Fahrrad sitzt, hat man eine andere Perspektive. Darum geht es aber letztlich nicht, sondern es geht darum, dass wir Fahrradfahren komfortabler und sicherer machen wollen. Und das Gute ist, und ich glaube, das sollte man auch mal hervorheben, wir haben die Investitionsmittel in dem Bereich schon deutlich erhöht. Es gibt schon unheimlich viele Projekte. Das Problem ist bei einem riesigen Netz von Verkehrsanbindungen, dass sie natürlich nicht über Nacht alles besser machen, sondern das ist ein stetiger Verbesserungsprozess, der dauert natürlich. Und ich kann verstehen, dass viele Bürgerinnen und Bürgern da auch manchmal die Geduld fehlt und dass sie sagen, warum ist das hier noch nicht besser? Manchmal hängen auch Verbesserungen von großen Bauprojekten ab, wie zum Beispiel hier in Oldenburg an der Alexanderstraße, wo wir erst warten müssen, dass ein Bahnübergang beseitigt ist, bevor wir dann einen schönen Fahrradweg darüber machen können. Da gibt es sicherlich viele Themen, wo wir mit den Bürgern auch drüber sprechen. Es wird nie die Situation geben, dass die Bürger sagen, das ist jetzt tipptopp. Das streben wir auch gar nicht an. Aber wir wollen den Radfahrern, Radfahrerinnen vermitteln, wir sind dabei, ständig die Dinge zu verbessern. Und vielleicht, wenn wir gemeinsam nach einigen Jahren draufschauen, stellen wir fest, es hat sich viel verbessert. Übrigens, eine neue Herausforderung, was es früher nicht gab, waren Fahrräder, die mit elektrischer Unterstützung 25 Sachen fuhren. Oder vielleicht sogar 40, wenn es so ein Stromer ist. Die gibt es ja auch. E-Scooter, auch E-Roller. Es gibt also eine Vielzahl in diesem Bereich Mikromobilität. Und das müssen wir alles jetzt in ein neues Konzept gießen. Wir haben deshalb als Stadt jetzt überlegt, dass wir doch wieder einen Generalplan für Mobilität entwickeln wollen, also mal die Themen alle in der Zusammenschau machen. Das ist gerade in der politischen Diskussion und ich hoffe, dass die Politik uns da auch ein Mandat gibt, damit wir wirklich alle diese neuen Formen von Mobilität mal in der Zusammenschau, übrigens auch vielleicht mit digitaler Unterstützung, uns mal anschauen und gucken, wie kommen wir am umweltfreundlichsten, am sichersten und am komfortabelsten von A nach B. Ein weiteres Thema, Herr Krogmann, was ich gerne noch ansprechen möchte, ist das Thema Netzwerke. Wir befinden uns ja hier in der Metropolregion Nordwest. Welche Verbindungen gibt es auch zwischen Bremen, zwischen Oldenburg und eben in der gesamten Region, wovon Oldenburg auch profitiert und auch seinen Teil zu beiträgt? Also offen gefragt, wie wichtig sind Netzwerke für Oldenburg? Also Netzwerke sind für die Interessenvertretung einer Region und auch für das Zusammenwachsen einer Region unheimlich wichtig. Wir pflegen das sehr. Wir haben einige eigene Formate, in der Spitze natürlich das berühmt-berüchtigte Deftig-Oldenburger Grünkohl-Aten in Berlin mit viel auch bundespolitischer Prominenz. Aber wir haben auch kleinere Formate über die Metropolregion oder aber auch hier eigene Formate wie den Kontaktpunkt Wirtschaft und andere Geschichten, die wir hier vor Ort machen. Und ehrlich gesagt merken wir im Moment, wie sehr uns das fehlt, dass man sich wirklich auch begegnet, weil hier in der Region Oldenburg und in der Stadt Oldenburg, da ist die Stärke, dass man sich kennt, dass man sich, also dass man miteinander kommuniziert. Und wir sind davon überzeugt, dass sich aus Kommunikation und aus Begegnung immer auch Innovation und Idee ergibt. Das ist automatisch. Man steht zusammen und da kommt früher oder später auch etwas Vernünftiges dabei raus. Und das Gute ist im Oldenburger Land und auch in der Stadt Oldenburg, es wird nicht nur geredet, sondern eben es gibt auch eine große Lust dann auch zu machen. Und es gibt viele Beispiele, die ich jetzt hier nicht aufzählen kann, aber für uns hat das wirklich eine herausragende Bedeutung. Und ich glaube, es macht den Leuten auch ganz einfach Spaß und sie genießen es, auch wenn sie es im Moment leider nicht können. Wo Sie gerade über Umsetzungsstärke, über so wichtige Umsetzungsstärke sprechen, würde ich den Bogen gerne schlagen zum Thema Stadtentwicklung. Ja? Und da hatten wir uns im Vorfeld auch schon drüber unterhalten und waren uns tatsächlich auch einig, auch von meinem Empfinden her, es geht hier tatsächlich nicht mehr um Quantität, sondern vor allem auch um Qualität. Erzählen Sie darüber mal ein bisschen. Also die Stadt Oldenburg hat in den letzten Jahrzehnten großflächig Stadtentwicklung in den eigenen Grenzen betrieben. Wir haben großflächige Wohngebiete ausgewiesen, wir haben Gewerbegebiete ausgewiesen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind zu uns und auf die Stadtkarte gucken, dann sehen wir dort für die nächsten Jahrzehnte keine gewaltigen Potenziale mehr. Auf der anderen Seite haben wir eine Entwicklung in unseren kleineren Nachbargemeinden, die sich direkt an der Stadtgrenze abspielt. Und das schreit gerade dazu, dass man da auch intensiver miteinander in Kontakt kommt. Das wird sicherlich ein Thema, denn dieses jetzt anbrechenden Jahrzehnts sein. Für uns stellt sich die Frage, können und wollen wir immer weiter quantitativ wachsen oder müssen wir mehr qualitative
Wachstumsfaktoren uns, für uns entwickeln. Und da ist dann zum Beispiel, wenn Sie die Gewerbeentwicklung nehmen, sind wir heute nicht mehr imstande, ein großes Industriewerk oder einen großen Logistikbetrieb in der Stadt, der vielleicht 10, 12 Hektar braucht, hier anzusiedeln. Aber wir können in Kooperation mit dem Umland solche Ansiedlungen hier in der Region halten. Und dazu brauchen wir mehr Kommunikation, mehr Absprache miteinander und müssen insgesamt gemeinsam mehr auf Qualität achten und nicht so sehr, dass wir quantitativ uns in Wettbewerb liefern. Mhm. Haben wir noch zwei Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Das eine ist tatsächlich konkret der Klinikum-Neubau. Auch die Chance, durch die Landesförderung jetzt loszulegen tatsächlich. Und danach würde ich gerne auch nochmal über die Kultur sprechen. Aber bitte bringen Sie uns mal auf den Stand und auch, wie sich das zukünftig entwickelt und was der Nutzen von Oldenburg und die Menschen hier ist, was das Klinikum angeht. Wir haben im Klinikum Oldenburg eine schwierige Situation gehabt vor 2, 3 Jahren. Die Berichterstattung über den schrecklichen Fall Nils Högl, wo wir auch leider beteiligt waren, die internen Auseinandersetzungen im Klinikum und dann auch die wirtschaftliche Schieflage, in die das Haus geraten war. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir auf der wirtschaftlichen Ebene durch die Restrukturierung jetzt wirklich gesunden. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir haben noch deutliche Besserungszeichen. Wir haben durch das Land Niedersachsen jetzt die Zusage bekommen, dass die European Medical School, also der Medizinstudiengang in Oldenburg, dass der wirklich hier dauerhaft bleibt und dass hier auch jetzt in ein Forschungsgebäude investiert wird. Und wir haben jetzt einen Bescheid, dass wir unser Klinikum zukunftsfest aufstellen können und ein großes Erweiterungsbauprogramm hier starten können. Und das wird vom Land Niedersachsen mit über 160 Millionen Euro gefördert. Das ist die größte Einzelförderung des Landes, die es je gegeben hat. Also wir sehen jetzt nach 2 Jahren intensiver, harter Arbeit, auch intensiver Lobbyarbeit in Hannover, aber eben auch intensiver Arbeit in den Gremien des Klinikums. Die Ampeln kommen jetzt langsam von Rot wieder über Gelb Richtung Grün. Und es macht richtig Spaß, diese großen Maßnahmen voranzutreiben, weil das den Gesundheitsstandort Oldenburg, der aus dem Klinikum besteht, auch aus dem Evangelischen und aus dem Pius, wirklich insgesamt hervorragend voranbringen wird. Herr Krogmann, wie angekündigt, wir springen weiter und zwar jetzt zu dem großen, wichtigen Thema Kultur. Und nach wie vor ist die Kultur, sei es das Museum, sei es das Theater, sei es der Künstler, der Freischaffende, was auch immer, ist immer noch die Situation prekär. Und es ist die Frage, wie kriegen wir hier die Kuh vom Eis, damit es tatsächlich weitergeht? Weil die Gefahr ja besteht, dass eben einige nicht mehr, ich sag's mal so, drastisch nicht mehr am Leben sind beruflich. Was kann Oldenburg hierfür tun, um hier perspektivisch diesen Menschen Sicherheit zu bieten und so natürlich auch der ganzen Stadt und den Menschen einfach diese Kultur zu erhalten und auch zukünftig vielleicht auch ganz neue Dinge noch zu entwickeln? Im Moment geht es natürlich darum, den Schaden zu begrenzen. Solange Theater nicht öffnen können, solange Kinos nicht öffnen können, solange Musiker nicht auftreten können, können wir nur versuchen, das tun wir auch, mit finanziellen Hilfen unserer Strukturbrücke Kultur, so haben wir die genannt im Haushalt, dann auch zur Seite zu stehen, in dem Rahmen, in dem eine Kommune das kann. Es gibt aber ja auch noch Hilfen des Bundes an der Stelle und wir hoffen, dass das für die größte Not zumindest reicht. Aber natürlich müssen wir sehen, wie schaffen wir den Neustart? Wie bekommen wir den Startschuss hin, dass eben, wenn wir keine Corona-Maßnahmen mehr zu vergegenwärtigen haben, dass wir trotzdem es schaffen, die Menschen auch wieder hochzubekommen. Und das müssen wir hinbekommen, dass wir da intelligente Impulse setzen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass die Stadt auch gezielt das eine oder andere zusätzlich unterstützt, um eben da wieder sozusagen den Motor anzuschmeißen. Natürlich macht mir das ein bisschen Sorge. Ich bin ja auch der Kulturdezernent der Stadt. Macht mir das ein bisschen Sorge, was wir jetzt, oder auch große Sorge, was wir erlebt haben. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, wird es uns gelingen, weil eben das Publikum in Oldenburg, die Menschen das auch wollen, wird es uns gelingen, auch wieder hochwertige Kultur hier anzubieten. Zum Abschluss, Herr Krogmann, was können Sie den Menschen in Oldenburg noch Positives mitgeben? Also, hoffnungsvolle Impulse, weil wir verlassen gerne ein Interview auch mit einem positiven Ausblick. Was ist das, worauf die Menschen sich freuen können? Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns, aber das wird nicht so bleiben. Davon bin ich fest überzeugt. Ich würde eigentlich sagen, das Motto des Jahres 2021 sollte eigentlich Hoffnung sein. Hoffnung darauf, dass wir uns wieder gemeinsam treffen können, dass wir wieder Kultur gemeinsam erleben können, dass wir wieder gemeinsam feiern können, auch in der Oldenburger Innenstadt,
dass wir den Menschen auch wieder etwas zum Träumen geben können, an dem sie Spaß haben. Und daran mitzuwirken, darauf freue ich mich schon jetzt. Und in diesem Sinne, denke ich mal, können wir optimistisch sein. Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen für das tolle Gespräch, Herr Krugmann. Herzlichen Dank.